Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrter Herr Mimica, ich danke zunächst der Berichterstatterin für ihren Bericht und möchte noch zwei Dinge ergänzen. Erstens, für die Entwicklungszusammenarbeit geplante Mittel dürfen auch künftig auf keinen Fall für die Finanzierung des Militärs in Partnerländern ausgegeben werden. Das hat das Parlament gegenüber den Mitgliedstaaten und der Kommission bereits erfolgreich im letzten Jahr erstritten, und ich sehe keinen Punkt, warum wir jetzt dahinter zurückfallen sollten. Das Instrument für Stabilität und Frieden sollte daher bei der Planung des mehrjährigen Finanzrahmens ab 2020 besondere Beachtung bekommen. Wir warten hier auf den Vorschlag der EU-Kommission, der das hoffentlich mit in Betracht zieht. Zweitens, die EU und die meisten Mitgliedstaaten haben ihre Verpflichtung noch nicht erfüllt, 0,7% des Bruttonationaleinkommens für öffentliche Entwicklungszusammenarbeit einzusetzen. Vor diesem Hintergrund muss deren Finanzierung im Rahmen der künftigen Gestaltung der Außenfinanzierungsinstrumente für die Zeit nach 2020 ausgeweitet werden. Danke.